Moin Leute, hier zurück bei FIFA 19 mit dem Pulose-Spiel Fortuna Düsseldorf gegen SV Werder Bremen. Ich spiele mit SV Werder Bremen. Ja, es geht hier immer noch um die Wurst, Spieltag 31 für SV Werder Bremen hier. Die brauchen die Punkte, um in die Euroleague zu kommen. Ihnen wurde ja der DFB-Pokal-Einzug ins Finale geklaut. Vielleicht mehr oder weniger wie einem blöden Elfmeter, der keiner war. Und auch das Auswärtsspiel in Bayern ging verloren. Zwar nur 1-0 verloren, aber es ging verloren. Und ja, jetzt brauchen wir 3 Punkte. Weil die anderen Spiele, die wir noch haben, werden auch nicht gerade einfach. Wir müssen noch gegen Leipzig ran, gegen Dortmund. Und wir müssen noch gegen einen Verein ran, wo ich das vergessen habe. Auf jeden Fall wird das noch richtig krass, sagen wir es mal so. Und Fortuna Düsseldorf ist so die einzige Mannschaft, die noch ein bisschen schwächer ist, sagen wir es mal so. Und da müssen 3 Punkte her. Wer das aktuell 8. Platz mit 46 Punkten davor ist, so viel ich weiß, Hoffenheim mit 50 Punkten auf dem 7. Platz. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen hier. Und Fortuna Düsseldorf hat, glaube ich, 37 Punkte und ist auf dem 10. Platz, wie ich weiß. Also aktuelle Daten, die ich jetzt gerade so habe. Und ja, da muss Werder hier einfach ordentlich ran in Düsseldorf und sich die 3 Punkte einfahren und einverleiben, weil sonst sieht es nicht so gut aus in der Euroleague. Und ja, ich habe auch irgendwie gelesen, also es reicht wohl auch der 7. Platz in der Liga, ja. Wir sind halt aktuell 8. Platz, damit man halt in die Euroleague kommt, aufgrund halt, dass Leipzig und Bayern, die wahrscheinlich dann ja nächstes Jahr dann Champions League spielen werden, halt im DFB-Pokalfinale sind, einer der beiden Mannschaften halt den Pott holt. Und es ist halt eben dann so, dass dann halt dadurch ja auch wieder ein Platz frei wird in der Euroleague, ja, und deswegen ist wahrscheinlich dann der 7. Platz, so viel ich zu lesen habe, auch dann, ups, warte mal, ja, schade, auch dann Euroleague. Ich habe auch irgendwo noch gelesen, bei einer ganz speziellen Konstellation, die ich jetzt nicht auswendig weiß, reicht eventuell sogar der 8. Platz. Das habe ich auch irgendwie mitgekriegt. Aber das liegt irgendwie an Frankfurt, wie und weshalb, weiß ich gerade gar nicht, aber das sei jetzt erstmal so dahingestellt. Aber 7. Platz reicht auf jeden Fall aus, die Saison, um Euroleague zu erreichen. Und ja, der muss einfach jetzt ein bisschen hier noch wieder an seine an die Qualitäten der letzten Spiele anknüpfen, weil die haben auch gegen Bayern allgemein die beiden Spiele nicht schlecht gespielt. Die haben gut gespielt, ja, über Strecken auch sehr dominierend. Natürlich Bayern natürlich immer noch der Primus in der Bundesliga, ist natürlich klar. Deren Kader und so, da kann man nicht viel machen ab und zu, sagen wir es mal so. Aber Werder hat da schon mit allen Stärken und Raffinessen dagegen gehalten. Das war schon ziemlich gut, sagen wir es mal so. Und ja, und die DFB-Pokal haben sie auch gut gepusht. Also die Fans im Stadion waren richtig gut drauf. Also es hat richtig Spaß gemacht, da zuzuhören, was sie so von sich gegeben haben. Und wieder die Stimmung im Stadion war aber auch gut. Aber dann, wie gesagt, dieses blöde Elfmeter-Tor, ey. Mann, 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 Mann. Damit kann man auch ganze Mannschaften zerstören, ganz ehrlich. Wenn man schon einen Videobeweis hat, ne, soll man es auch richtig auswerten. Das war halt komplette Fehlentscheidung. Und zwar auch noch zugegeben vom DFB. Also muss man sich mal reinziehen. Und es wird kein Wiederholungsspiel geben. Toll. Sagen wir es mal so. Da geht es natürlich auch wieder um Einnahmen, ne? Umso weiter man kommt im DFB-Pokal, kriegt man natürlich auch höhere Einnahmen. Ja, dann kann man natürlich auch wieder was anfangen. Wer da ganz gut Kohle gemacht. Aufgrund des Einzugs ins Halbfinale, ich weiß nicht gar nicht, wie viel das jetzt war, aber der kam schon wieder einiges in die Vereinskasse rein. Das ist schon ganz geil, aber. Boah, aber es hätte auch mehr sein können, ja. Ich glaube auch, das wäre zum Ende hin in der Partie gegen Bayern und die Pokal auf jeden Fall die Hose an hatte. Oh. So, vertändel da mal den Ball. Läuft bei dir. So, zudem ist natürlich auch noch wichtig, dass wer die Euroleague erreicht. Oh shit, was war das denn? Die Euroleague erreicht, weil wahrscheinlich sonst Kruse weg ist. Sind einige Top-Clubs an ihm dran. Der jetzt genau weiß ich nicht, aber waren ja schon einige im Raum, aber ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber ne, ich gehe davon aus, dass wenn Werder nicht international spielen wird, er wahrscheinlich weg ist. Gehe ich von aus. Aber Werder ja auch nicht so hohe Geldmittel hat, auch gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich leider auch so kommen wird. Und das ist halt schade, aber dann ja, kann man es nicht ändern. So, ich gehe jetzt mal auf Offensiv hier. Ja gerade irgendwie nicht so, wie es sein soll. Na, hä? Was für das für ein komischer Lauf jetzt wieder? Ach ja, so. Anstrengend ist wichtig hier, dass man hier auch mal irgendwie wieder was hinkriegt. Bis jetzt kam nichts wirklich gut durch hier
Zwar mache ich mehr Druck, also mehr Druck als die Fortuna, aber es kann noch besser. Ian hier, der auf jeden Fall schön. Oh, der zwei Bahn. Ding Dong! Nice Tor. Leichtenstein-Tor. So, ja, Kruse, der alte Tor. Der braucht schon mal ein bisschen Unterstützung beim Laufen. Aber dieses Tor kann sich sehen lassen. Ich finde es ja richtig gut bei FIFA 19, dass man einfach auch aus der zweiten Reihe einfach mal abfeuern kann. Und das Ding geht einfach mal richtig ordentlich rein da. Das ist auch ein schönes Tor, würde ich sagen. Kann man nicht anders sagen. Boom. Ja, also wenn Kruse wirklich gehen sollte, so viel ich weiß, sogar ablösefrei, wäre das richtig schade. Aber ja, da muss Ersatz geholt werden. Und ich wusste jetzt überhaupt nicht wen. Wir haben zwar Füllkrug jetzt gekauft, ja, von Hannover, der ja auch schon mal Werder war. Aber ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie der sich gemacht hat mittlerweile. In Hannover habt ihr nicht weiter verfolgt. Aber es ist mal lustig, dass die alte Werder-Spieler wieder zurückholen. So Harnik und jetzt Füllkrug. Das können die ja ganz gut. Hey. Aber ist schon lustig, das Video. Alle irgendwann nacheinander. Aber Werder kann ja, glaube ich, nicht mehr absteigen, so viel ich weiß. Es ist nicht mehr möglich. Und deswegen machen wir einfach mal. Boah. Boah, was ein Tor wieder hier. Meine Damen und Herren. Die Nummer 10 wieder. So sieht's aus. Wieder schön einfach mal direkt abgezogen hier. Die Pille rein ins Tor. Genau so soll es sein. Bam. Ja, das ist doch gut. Kruse. Nice. Ja, die Fans gehen auch gerade ab. Ja, es muss auch so sein. Wir brauchen die Punkte. Düsseldorf eigentlich nicht mehr. Die können eh nichts mehr erreichen jetzt. Absteigen können sie auch nicht mehr. Und ja, da können sie uns die Punkte eigentlich auch schenken. Weil wir können doch alles erreichen hier. Wir haben noch alles möglich zu machen hier, was Euroleague angeht. Deswegen brauchen wir auch die Punkte. Oh, oh schade. Gut, da habe ich schon gedrückt gehabt. Das war vielleicht nicht so toll gerade, aber gut. Ja, zudem ist natürlich auch die Frage, ja, was Pizarro macht nächstes Jahr. Also ich gehe davon aus, dass jetzt seine Karriere auf jeden Fall beenden wird. Hat auch lange genug gedauert. Und ich gehe auch davon aus, dass er irgendwo Botschafter wird. Wie gesagt, Werder hat ein Angebot gemacht als Botschafter und natürlich hier auch Bayern. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Aber ich gehe davon aus, dass er nach München geht, weil seine Familie da auch lebt, so wie ich weiß. Und deswegen geht er wahrscheinlich auch dahin, dass alles andere wäre ein bisschen komisch. Oh. Aber wie gesagt, Werder hat natürlich auch gute Karten, weil Pizarro hat seine internationale Karriere bei Werder angefangen, ja, wissen wir ja alle. Und hat dann natürlich viele Stationen gehabt, Bayern, Chelsea und weiß noch was? Weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er viele Stationen gehabt und wie gesagt, München ist halt auch ein richtig guter Verein, ist halt so. Und ich glaube eher, dass er halt dann nach München geht. So sieht die Statistik zur Halbzeit aus. So, was soll ich sagen, kann ich mir reden, ich habe schon zu viel geredet. Geht direkt weiter, bleib offen, ich bleib offensiv gestellt. Ich will da Fortuna in das Tor einrennen. Aber wie gesagt, der Fortuna hat eigentlich auch diese Saison gut gespielt. Ja, also für ihre Verhältnisse ist der 10. Platz gut, kann man nicht anders sagen. Da sind auch von der Mannschaft her sehr gut. Also wir haben auch schon viele Spiele hingelegt, auch gegen Bayern zum Beispiel in der Hinrunde. Da kann man nicht anders sagen. Und ja, auf dem Papier sind die fast gleich stark mit Werder. Das ist ja wirklich so. Und ja, ich glaube, die haben noch einige Spiele, die sie wahrscheinlich nicht halten können, Düsseldorf. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche das waren, aber es sind einige, ein Stürmer, ich habe jetzt den Namen vergessen, der soll ganz gut sein. Und ich glaube, der geht dann auch. Also die haben wir, oh. Und deswegen schauen wir mal, wie es bei denen ist. Aber auf jeden Fall haben sie Klassenhalt und ja, können wir schon mal aufbauen fürs nächste Jahr, würde ich sagen. Oh, wunderschöner Pass. Und ein wunderschönes Tor. Auch wieder Kruse, glaube ich, ne? Ja, Hattrick. Da haben wir einen astreiner Hattrick. Und jetzt hat er so ein Kopfballtor geschossen. Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Hoffentlich in die Euroleague. So. Wunderschöner Pass. Und einfach mal easy peasy Kopfballtor geschossen. Oder geköpft, wie man es möchte. So, Düsseldorf wechselt aus. Kruse, 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 genau. So, aber auch Düsseldorf voll in der Tasche hier.
schon mal ganz nice eigentlich. Gut für die Düsseldorf-Fans natürlich nicht so toll, weiß ich auch. Aber, ne. Werder braucht mehr die Punkte, es ist halt so. Es ist halt so. Und Werder, wie gesagt, Sympathiemannschaft ohne Ende. Keine wirklichen Skandale. Wüsste ich jetzt nicht. Düsseldorf natürlich auch nicht. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Oh, schade. Und? Oh, oh, oh. So, Sahin raus, packt wieder rein. Nö, Sahin bleibt drinne. Ja. Oh, jetzt wird's hier knappig. Nee, doch. Gott sei Dank. Noch den Ball wieder zurückerlangt hier. Das war nicht so gut. Bisschen lange gezögert mit dem Schießen, aber naja, hätte auch klappen können. Na, Ball wieder abgeluchst. Da war Düsseldorf schon mal einmal in meiner Hälfte, also Hälfte ja, aber ich, vom Tor haben die schon mal einen Abschluss gehabt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. So, Gabriel Selassie, auch ein Top-Spieler mittlerweile. Aber der ist ja nur am Laufen, ne? In den Spielen. Du siehst ihn nur am Laufen, laufen. Die ganze Zeit. Das ist so krass. Mist, jetzt komme ich hier nicht mehr nach vorne. Ich glaube, Düsseldorf hat auf offensiv gestellt, gehe ich von aus. So. Ja, und Kohfeldt, wie gesagt. Der geht ja auch immer ab und zu gut ab, wenn er am Spielfernrand steht und mit seinem Kaugummi am Futtern ist. Das sieht auch mal geil aus, wie wenn man dann wie ein Frettchen kommt. Das ist auch mal so geil, ey. Machen. Wenn er einen roten Kopf kriegt und abgeht, ist auch gut. Aber so muss ein Trainer sein, ne? So muss ein Trainer sein. Ups. Ich finde der Trainer auch in Anzügen total lächerlich. Ups. Das war der erste Abschluss, glaube ich. Vejokovic. So, lassen die mal raus. Okay, kriegt er mal eine Chance, der ja ganz gerne auch mal sich rote Karten abholt. Aber hoffentlich nicht dieses Spiel jetzt nicht. So. Oh, was? Komm schon. So, wieder abwehren hier. Oh. Ja, da haben sie nochmal schöne Chance gekriegt hier. Und er ist noch gar nicht so schlecht gemacht, hat wie ein Lupfer. Aber Hoffenheim hat auch gepasst. Einer der besten Torhüter im Moment in der Bundesliga übrigens, ja. Definitiv. Auch mal gespannt, ob der auch bleibt auf Dauer. Ja, ist immer das Problem, ne? Kofi hat die Mannschaft gut gestärkt, also gut aufgestellt, hat die Leute gut motiviert. Die spielen alle im Team sehr gut zusammen. Und dann ist auf einmal Ausverkauf, weil Werder nicht genug Geld hat, die Leute zu halten. Das wäre natürlich richtig übel. So, und das will natürlich keiner. Deswegen muss Werder einfach Euroleague erreichen, damit wir halt die Spieler halten können und eine Verstärkung kaufen können. Und natürlich dann in der Euroleague auch wieder Punkte holen und dann noch mehr Geld verdienen. Das wäre natürlich richtig gut, aber ist alles noch utopisch. Das ist das Problem. Ist ja noch nichts schrift- oder spruchreif eigentlich. Naja. Wäre da ja mal Glück nach dem verkorksten DFB-Halbfinale. Dann wäre da vielleicht mal Glück. Hoffen wir es einfach mal. Das klappt in der Euroleague. Oh nein, im Rücken gespielt. Ja, das Moment kriege ich nichts mehr hin. Da Düsseldorf gerade die besseren Chancen. Werder pennt gerade so ein bisschen. Aber macht ja nichts. Wir haben 3-0 in Führung. Das ist ja nicht so schlimm. Oh, was? Er trifft den nicht. Richtig. So, Klassen raus, machen wir auch mal Müllwald rein. Vier am Tor vorbei ballert, ne? Also das ist natürlich richtig übel. Mann. Komm schon. Oben eigentlich alles frei. Nein, abspielen. Oh, wie er durchgesteckt hat. Nein, Rückenlage. Nicht gut. Genau, muss sich auch richtig ärgern gerade. Naja gut, er ist noch in der Ausbildung, sagen wir es mal so. Der jüngere Eggestein. Da wird noch was draus.
Wenn er sich nur auf Fußball konzentriert und nicht mehr Party macht, dann läuft das. Oh shit, schon wieder ein Foul. Upsi. Da ist ja Velkovic ja für bekannt. So, Backfield nochmal rein, sag ich, kann auch nicht mehr. Und ja, es geht zum Ende hin entgegen. Boah, haben sie auch ihre Chancen, die Düsseldorfer. Aber sie nutzen sie einfach nicht. Schwing gehabt, würde ich mal sagen. Oh, shit. War ich das? War ich das? Und? Das wusste ich jetzt aber nicht, dass ich den gedrückt habe. Naja. War bestimmt ein Videobeweis. Ah, oh, ich hätte den fast noch gehabt. Was? Ja, 3-0 auswärts gewonnen in Düsseldorf. Sorry für Fortuna, aber wir brauchen Punkte. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Und jetzt gehen wir gleich direkt in die Übersicht. Spielergebnisse, klassisches Spiel. 0-3 für mich, für Werder. Sieger ich. Sehr schön. Und ja, so sieht die Statistik aus. Max Kruse 10,0 Bewertung. Hinten nochmal die Leistung nochmal, oder vorne dran da, Leistung von Eggestein. Jetzt zum Ende gucken wir nochmal kurz die Tore an und danach mal wieder Stopp. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Reingehauen, bis zum nächsten FIFA-Spiel. Tschüss!